NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Ingen aus Dorfmark fragt, hast du dich gestern an Halloween ordentlich gegruselt, Oma Rosi? Also bitte, die meisten gehen ja sowieso als Spider-Man und Prinzessin und nicht mehr als kopflose Leiche oder mit Gekröse, was aus dem Bauch hängt. Oma. Nee, ist doch so. Ja. Kinder dürfen sich ja heutzutage kaum noch gruseln. Muss ja alles pädagogisch erst rein sein. Und was haben wir uns früher alle reingezogen? Blut für Dracula. Ja. Sind wir nachts für aufgestanden, als die Alten schon gepennt haben. Das Haus der grünen Krokodile, Tim Thaler, Kalle Blomqvist, Max und Moritz, Ricky Racki und Strubelpeter mit dem Blutfinger. Ja. Das Gespenst vom Schlosshotel, ja, wo diese eine Frau eingemauert ist. Ah ja, mit Linda. Ja. Linda, das musste ich mir immer allein zu Ende anhören, wenn du schon eingepennt warst, Bianca. Sag mal, Leute. Nee, heute darf ein Achtjähriger von seinen Eltern aus DSDS oder Supertalent im Fernsehen glotzen und die ganze Hohlheit der Sprüche aufsaugen, ja, und Fortnite spielen. Aber wenn du den an Halloween mit so einem sprudelnden Bluthals die Tür aufmachst, dann stehen die Eltern ja heutzutage gleich dabei und drohen dir mit dem Jugendamt und ob du noch ganz dicht bist. Ja, das war eine Kindergartengruppe. Ja, dann sollen sie Reformation feiern, wenn sie es nicht abkönnen. Selbst die drei Fragezeichen sind ja heute schon zu gruselig. Da gibt's ja mittlerweile eine Kinderversion von. Ja, drei Fragezeichen Kids. Ja, war das früher Ü18 für Erwachsene? Mit dem Super Papagei? Leute, ihr seid doch nicht ganz dick. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, Omi macht nur Spaß. Linda! Auf damit!